Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2013. Drei Rennen nur noch in F1 2030. Ich könnte heulen. Aber umso mehr freue ich mich auf F1 2014. Ja, man weiß ja nie. Vielleicht ist es ja noch mehr positiv. Positiver als dieses Spiel. Man weiß ja nie, ne? Auf jeden Fall positiv zu vermelden ist, dass es sommerlich warm sein wird. In Abu Dhabi mit dreimal Sonnenschein. Kein Regen, so wie man es aus Abu Dhabi gewohnt ist. Ab ins Training. Wir werden ein Ziel haben, ein Forschung- und Entwicklungsziel. Ich bin aber gespannt, ob Codemasters sich da was eingefallen lassen hat für 2014. Ob man das ein bisschen umgeändert hat. Aber nur ein bisschen umgeändert hat. So, Abu Dhabi nicht meine Lieblingsstrecke. Das unterschreibe ich schon mal. Ich hole schon mal ein Schrift, einen Zettel raus, daraus unterschreiben wir schon mal. Ich mag Abu Dhabi nicht. Und ja, ich brauche auf jeden Fall wieder mein Spickzettelchen für den Wave-Test. Definitiv. Was war nicht gefällt, sind 30 FPS. Nein! Aber erstmal brauche ich ein Setup. Truck. Ich nehme das Truck-Setup, ja, mit den vielen Flügeln. 0000 war klar. Genau, setzt erstmal diese Änderungen um. Wir fahren ja mit Soft und Medium Reifen. Was ist denn überhaupt unser Ziel? Forschung und Entwicklung. Fahre 3 Runden und erbiete die vorgegebene Zeit. Nutze dabei deine Reifen weniger als 21% ab. Zielzeit gesamt 6 Minuten, 8 Sekunden und 87 Tausendstel. Reduziert den Reifenverschleiß um 10%. Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Wird eh nicht funktionieren, das weiß ich jetzt schon. Ja, Force India hat ja nicht die nötigen. Das ist die Kleingeld für solche Entwicklungen. Oh, wir dürfen auf Fett fahren. Muss ich auf Fett fahren? Nein. Gleichzeitig muss dir jedoch die vorgegebene Zeit unterbieten. Wenn du die Reifen zu stark abnutzt, können wir mit den Daten nichts anfangen. Okay. 4,8! Okay. Ist ja nicht gerade wenig, ne? Reifenverschleiß jetzt schon. Für eine Kurve 0,3. Jetzt geht's hier wahrscheinlich nochmal richtig schön im Berg. Ja, Alter. Aber ich darf auch nicht zu langsam. Oh. Ja. Mein Speed war schon immer gut in dem Spiel. Das war noch nie das große Problem. Das große Problem wird hier echt die Reifennutzung sein. Natürlich gut, die Zielzeit 6 Minuten 8 sollte auch nicht das große Thema sein. Das größere Thema ist hier das Abkürzen. Und erstmal Bremspunkte treffen. So, hier gibt es natürlich nur zwei Stellen für das Chaos. Zwei Geraden hier. Alles andere macht keinen Sinn. Oder es macht nirgendwo Sinn, woanders das noch zu benutzen. Wollen wir es mal so ausdrücken. Hier fahre ich lieber langsam vorbei und hier auch, weil das sind immer so berühmte Stellen bei mir, wo ich gerne abkürze, wo ich auch gerne abfliege, ja. Das war schon so eine kleine Kostprobe. Also der hat 4,8 gebraucht. Mal gucken, was wie viel Prozent ich brauche, wenn ich selber fahre. Ob da die Reifenabnutzung höher ist. Oder geringer, wahrscheinlich geringer. 4,8 mal 2 sind 9,6. Ich brauche weniger Reifen. Ich brauche weniger Reifen. Als wenn der rausfährt. Habe ich mir fast gedacht, dass es so im Spiel einprogrammiert wurde. Aber weil 5% ist schon viel und bei 9% sieht man auch gar nichts mit dem Reifen passiert. Und nichts geschieht. So, ja. Sieht gut aus. Was sind wir überhaupt gefahren? 44 Zeit, oder? Na gut. Abwarten. 1,41er Zeit müssen wir definitiv fahren. Wenn wir hier was reißen wollen. Auf jeden Fall wird mir hier die Topspeed fehlen, aber der letzte Sektor könnte mein Sektor werden. Weil da brauchen wir viel Abtrieb. Das war schon wieder fast zu spät gebremst. Aber ich weiß noch nicht, hier auf Teufel komm raus.
Bestzeit, ich möchte erstmal hier das Ziel erstmal schaffen. Und mich dann so langsam steigern. Bottas jetzt aber schon mal langsamer als ich. Und wir sind schon mal auf Bestzeitkurs unterwegs. Ja, Indien mit dem zweiten Platz. Massa hat es gewonnen. Das war eine Überraschung, dass Massa das gewonnen hat. Aber wir haben ja unseren Rivalen geschlagen, Alonso, und hatten da ein Vertragsangebot. Also, wer will, kann ich gerne meinen Spielstand laden und der kann im Ferrari fahren, ja. Wenn jemand möchte. Oder wer möchte einfach mal viele Vertragsangebote oder eine gute Statistik vielleicht haben. Weil den Spielstand, den kann man doch, glaube ich, hergeben. So, Auto mal hier richtig unter Kontrolle gehabt mit dem Curve. Weil der Curve war nicht so einverstanden wie ich. Da wäre ich fast abgeflogen. Also das wird die größte Gefahr im Rennen sein, das Abfliegen, ja, jetzt schon wieder. Hier nicht abzufliegen. Durch so einen blöden Curve. Weil hier Curves sind ganz extrem. Das wird 2014 wahrscheinlich noch ein größeres Problem geben. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Weil durch die Turbomotoren höherer Drehmoment auf den Hinterrädern. Ja. Kann ich mir das schon denken. So, das ist die letzte Runde hier. Ihr seht selber die Zielzeit, das sieht mal sehr gut aus. Und so ein Reifenverschleiß-Test kann man immer gebrauchen. Besser als ein Motortest. Apropos Motor, ich glaube, wir haben noch einen frischen. Und den werden wir dann mal hier reinschmeißen. Danach folgt ja nur noch USA und Brasilien. Und dann ist die ganze fünfte Saison auch schon vorbei. Meine Güte, wie schnell echt die Zeit vergeht. Genauso schnell kommen die Gerüchte immer auf. Das war knapp, was abkürzt. Da habe ich mich aber fast selber in den Arsch getreten. Der Marussia, der hält mich jetzt schon auf. Ja, ich spiele den Windschatten schon. Kurz gelupft, was ich normalerweise nicht mache, weil die... Oh, aber vor dem Körper hatte ich jetzt Respekt. Großartige Daten. Damit können die Mechaniker das Auto weiter optimieren. Das hat uns natürlich, glaube ich, wieder einen neuen Reifensatz gegeben, was ich grundsätzlich immer hasse. Aber im Normalfall mache ich hier eine 3-Schub-Strategie. Aber wahrscheinlich wird es dann eh wieder eine 4-Schub-Strategie. Hamilton nur auf der 3 hinter Hülkenberg. Und Raikön ist auch noch hinter Hülkenberg. Eine absolute Seltenheit. Ich drück meistens Kers eh schon, wenn noch die Hinterräder durchdrehen. Also ich bin richtig gespannt auf 2014. Den Young Drivers Test gibt es ja nicht mehr. Man fährt da eine Runde und dann soll sich der. Dann soll mir das Spiel einen Schwierigkeitsgrad vorschlagen. Selbst wenn ich nicht sofort auf Legende fahre, dann sag ich aber, ich fahre auf Legende, weil sonst wird man nicht besser. So. Himbeck immer noch auf der 2. In der 10. sind wir langsamer. Jetzt können wir mit ein bisschen mehr Elan durch die Kurven fahren. Das heißt mal mit ein bisschen mehr Risiko. Boah, habe ich gedacht, da muss ich gegenlenken, aber in Wirklichkeit nö. Das Auto vermittelt momentan so ein bisschen. Ich mache das Ding, was ich möchte. Vettel jetzt schneller. 1:42,9 schon. Okay. Das ist eine Hausnummer. Mit der ich jetzt erstmal zu knacken habe. Warum schalte nicht getroffen, kann daher später auf dem Gas gehen. 1:42, also bin ich hier nicht so wirklich konkurrenzfähig mit dem Force India. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, gerade der erste Sektor, das ist so mein Problemsektor. Ich weiß nicht, was die KI da macht. Aber 1:42, der Peak, der steht mir richtig im Weg. Auch wenn es nur Training ist, da möchte ich auch gerne auf der 1 stehen. Q1
Qualifying, was möchte ich gerne im Qualifying erreichen? Schwierig. Ist wirklich schwierig zu sagen. Bei mir habt ihr ja noch diesen schönen Tag-Nacht-Wechsel hier in Abu Dhabi. Da wir ja 100% fahren. Ist ja immer ein Highlight bei mir, Abu Dhabi. Und das größte Highlight war, glaube ich, bis jetzt. Das größte Highlight war bis jetzt wirklich Japan. Das Japan-Rennen. Das würde ich wirklich als Highlight bezeichnen. Was ich da wieder rausgehauen habe aus dem Force Indien. Dritter Platz und nur 7 Sekunden entfernt. Indien war jetzt nicht so wirklich die Strecke, die mir besonders gut liegt. Aber da war ich auch mit dem zweiten Platz sehr zufrieden. Wenn man unsere Strategie nochmal vergleicht, zweimal weich umdisponiert. Und wir fahren ja eine 1:42.2. Geben Vettel nochmal 7 Zehntel drauf. Die Runde war extrem gut. Das war schon fast eine Qualifikationszeit. Wir können immer noch auf weich wechseln. Und wir können auch auf Fett schalten. Also da ist noch richtig viel drin. Besonders hier Fett, das bringt besonders viel im Mitteteil. Beim Rausbeschleunigen hier. Rosberg auf der 3, Button momentan auf der 4. Da ist mein Teamkollege da vorne, hatte den Pollard schon mitgenommen. Ist aber auch auf einer schnellen Runde. Also ich mache hier genau 50-50 Kehrsaufteilung. Momentan sehr konstante Runden. Wie gesagt, der letzte Sektor wird mir gehören. Wenn ich hier nicht abfliege im Rennen, also... Das ist, wie gesagt, schon bereits erwähnt, die größte Gefahr. Hier kann ich auch besonders abfliegen, aber das ist eine Curb-Geschichte. Das ist genau wie in Japan eigentlich. Hier ist, glaube ich, meine Fehlerquote noch mal höher als in Monaco oder Singapur. Singapur ist, finde ich persönlich, meine Fehlerquote sogar noch relativ gering. So, jetzt bremsen wir uns mal kurz an unserem Teamkollegen vorbei. Monaco geht. Aber Monaco bin ich auch jetzt nicht der Schnellste gewesen. Also, da bin ich mal gespannt, ob mir das 2014 da wieder besser liegt. Also, momentan erwarte ich bei 2014, dass ich große Probleme haben werde. Am Anfang der Saison. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nicht im Caterham oder im Marussia starten, sondern vielleicht im Toro Rosso oder im Sauber, falls der Sauber schwach programmiert ist. Williams fahre ich ja schon mit Baum in der Koop-Saison. Oder wir starten mit Force India, wäre auch eine Möglichkeit. Das Auto vermittelt mir momentan echt kein Gefühl der Sicherheit. Das ist ganz und gar nicht gut. Ich habe das Gefühl, das Auto möchte ausbrechen, aber es bricht in Wirklichkeit nicht aus und ich lenke trotzdem dagegen. Also, das ist nicht so mein Geschmack. Das Auto muss schon das machen, was ich möchte. Grundsätzlich komme ich hier immer mit den harten Reifen besser zurecht als mit den weichen, besonders im Ligarennen. Da bin ich ja die 3-Schub-Strategie gefahren. Und habe ich auch knapp hier verloren, weil mir der Sprit ausgegangen ist. Mit 54.000 still. Das wird wahrscheinlich das engste Finish sein in der gesamten Liga-Geschichte. Sim ist Alonso 1,5 Sekunden langsamer als meine persönliche Bestzeit. Die ich jetzt aber auch nicht nochmal unterstreichen kann. Ich aber gerne unterstreichen möchte. Mit einem Top-Gefühl. Ich kann sogar noch schneller fahren, laut ersten Sektor. Weil der Tank ist jetzt gleich richtig leer, ja.
Und die Reifen haben bis jetzt nur 5 Runden drauf, deswegen mache ich das heute ein bisschen länger hier. Aber 1,41 wird nicht für die Pole Position reichen. Dann müssen wir wahrscheinlich schon an der 1,40 hochfahren. Und das wird im Force India nicht gerade leicht. Ja, also diese Linkskurve, die mag ich gar nicht. Das ist wirklich die Kurve, wo ich am meisten Respekt habe. Hier so der Teil, der geht eigentlich. Hier muss man halt nur früh einlenken, damit man wieder früh auf den Gas steigen kann. Hier geht eigentlich auch in der Regel vor. Hier muss man trotzdem auf den Körper nach außen aufpassen. Und das müsste jetzt trotzdem nochmal eine neue Bestzeit werden. Ja, deutlich 1,41,8, 1,1 Sekunden schneller als Sebastian Vettel und 2,1 Sekunden schneller als Alonso. Was für ein Brett. Und ich kann noch mal schneller laut ersten Sektor. Halleluja. Also hier ist dann doch die Pole Position drin. Das können manche, es werden wahrscheinlich manche sagen, du kannst dich jetzt auf harten Reifen qualifizieren. Nein! Ich brauche die frischen Weichen. Definitiv. Das weiß ich jetzt schon, aber die Bremsen perfekt. Die Hinterachse macht das, was ich will. Mittlerweile. Die erste habe ich nicht mitgenommen. Also ich könnte jetzt echt noch mal ein bisschen schneller. Kürzen wir mal kurz ab. Wir haben jetzt eh keinen Sprit mehr, wir müssen jetzt eh rein. Ja, hier bleiben auch gerne, oder da bleibt gerne der volle rechte Reifen stehen, weil der extrem entlastet wird. Jetzt müssen wir natürlich sagen, diese Reifenabnutzung ist jetzt nur 6 Runden. Ja, 6 Runden. Aber wir fahren trotzdem rein. Das ist schon ein langes Training hier mit knapp 18 Minuten. Das ist natürlich mit dem Spicker aber irgendwo hinheften. Ja, ganz besonders weit zur Seite legen. Es sind nur noch 3 Rennen. Auf Brasilien freue ich mich definitiv, weil das ist echt eine schöne Strecke. USA. Austin gefällt mir nicht so sehr. Also das ist nicht so. Nee, mag ich einfach nicht. Die Strecke hat mir gefallen am Anfang. Die ist auch schön zu fahren, aber nee, irgendwie 6 Runden, 77%. Irgendwie fehlt da was. Das ist so das Problem an der Strecke. Wir könnten den Motor wechseln, ja. Werden wir auch machen, weil wir haben noch 96. Ja, werden wir einen neuen frischen reinpacken jetzt, ja. Ziel ist erreicht, wir haben das Training absolviert. 1,1 Sekunden. Das ist Platz 1. Hervorragend. Nimm diesen Schwung mit ins Qualifying. Eigentlich sagen jetzt die meisten, das hat er schon sicher, die Pole. Aber. Alonso sogar. Alonso und Raikön schon weich. Ich glaube das jetzt echt nicht. Also, da wird noch mehr kommen von der GAE, definitiv. Weil wir werden jetzt schon die Karten eigentlich offenlegen, was wir können im Force India. Wenn ich eine 1,40 hochfahre, dann Hut ab, dann ist hier was möglich. Sonst, fünfter oder besser ist erstens das Ziel, okay. Wir fahren okay, raus. Es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying-Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Wir müssen immer die Reifen schonen. Ja, ich bin am Aufnehmen. Muss ich mal nachher zurückschreiben.
Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das Qualifying. Jetzt sind wir doch zum ersten Mal auf diesen weichen Reifen hier draußen. Und mit denen habe ich hier keine guten Erfahrungen gesammelt. Im Laufe der Geschichte hier. In 2013. Könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, in welchem Team ich fahren soll fürs nächste Jahr, also fürs nächste Spiel besser gesagt. Weil eine sechste Saison gibt es ja nicht eigentlich ursprünglich, ist es ja meine fünfte schon, wenn es dieser Joseph-Bug damals nicht gegeben hätte. Und ja, also schwierig, wirklich schwierig für 2014. Ein Top-Team will ich nicht starten, was man wahrscheinlich auch eh nicht kann. Vielleicht kommt noch ein Lotus in Frage, aber... Wems fahre ich ja schon, wie gesagt, in Koop. Force India bin ich jetzt hier schon gefahren und mit zweimal den Force India sehen wollt. Glaube ich auch nicht sauber, schon längere Zeit her. Oder gesagt, vor allem Ferrari könnte auch noch eine gute Option sein. Kommt drauf an, wie stark der programmiert ist. Dann könnte man sich auch vielleicht noch um Ferrari einigen. Also Traditionsteam gleich mal hier starten. Hätte vielleicht auch was. Ja? Weil die meisten haben sich auch gewünscht, dass ich hier schon im Ferrari fahre. Warum nicht in 2014? Das ist ja nicht das beste Auto. Wenn es möglich ist, am Anfang es zu wählen, dann würde ich das auch noch gerne vorschlagen. Ferrari vielleicht. Kommt natürlich drauf an. Oder McLaren Mercedes. Oh, müsst ihr jetzt aus der Boxengasse mir im Weg stehen. Genau, der Bianchi, der kann es nämlich am besten im Weg stehen. Hat da irgendjemand in die Wand gehüst? Nein. So, jetzt wieder ordentlich rausbeschleunigen. Aber er müsste theoretisch eine 1,41 locker drin sein. Eigentlich muss ich mit dem Reifen nachher nochmal fahren. Vielleicht für zwei Schüsse. In Q3. Um dann noch die Pole Position zu attackieren. Das war unser Teamkollege Sutil. Eine sehr gute Zwischenzeit. Aber es wird eine Überbrückung geben für F1 2014, bis es erscheint. Das dauert ja immer noch zwei gute Wochen. Das Projekt wird definitiv hier eher zu Ende sein. Ich glaube, nächste Woche. Bin mir jetzt nicht sicher. Nächste Woche muss ich kurz nachrechnen. In meiner schnellen Runde nur nachrechnen. Heute ist Mittwoch bei euch. Das Rennen kommt dann am Freitag. Dann kommt USA-Rennen am Montag. Das heißt, nächste Woche Freitag ist dieses Projekt zu Ende. Das heißt, ja, in genau zwei Wochen. Also zwei Wochen kein Formel 1. Und dann, aber dann geht's richtig los mit F1 2014. Also es wird der 16., 17., 18. sein. Da könnt ihr euch jetzt schon mal vor notieren. Da wird Karriere kommen. Da wird, da ist auch Koop schon geplant. Also da wird ihr bombardiert eigentlich, ja. Mit Formel 1 2014, weil ich gleich um Mitternacht aufnehmen werde. Ohne großes Palaver. Vielleicht werde ich noch mal kurz das Lenkrad richtig konfigurieren. Das muss sein. Das habe ich bis jetzt nie gemacht. Deswegen werden die ersten Parts eigentlich immer so Wedge betont. Mit Nachgeschmack. Also wenn ich jetzt jedes Mal vergleiche meine ersten Videos mit jetzt, das ist eine Steigerung von 300%. Na gut, nach mindestens drei Saisons kennt man das Spiel eh auswendig. Aber wenn man zurückblickt, ey, bin eigentlich 7 komplette Saisons gefahren. Ja, und eigentlich 6 ganze mit 100% Rennen, das ist... Wenn man die zwei Koop-Saison verbindet mit 100%, also 50-50 sind ja wir gefahren und das ergibt ja einmal ganz komplett, also eigentlich ganze 6, aber eigentlich muss man sagen 5 ganze mit 100% und 2 Saisons mit halber Renndistanz plus die Liga noch, das kommt ja auch noch, das ist ja noch
gar nicht mit im Begriff. Dann noch die ganze Saison-Challenge, noch mal 10 Rennen. Gut, sind nur 5 Runden, gehört dazu. Klassiker habe ich auch noch viel gebracht. Und eine ganze, habe nur eine ganze 25% Renndistanz Klassik. Habe ich ja auch noch gebracht, Alter. Also, wenn ich nicht so viel gebracht hätte, ey, boah, also, wer sich da noch beschwert, ich habe zu wenig Videos gebracht, den gebe ich den, der kann persönlich vorbeikommen, der kriegt wohl mir eine Ohrfeige. Spendiert. Und was man mir noch ankreiden könnte, ist vielleicht der 80er-Jahrgang. Den habe ich nicht so wirklich ausführlich gemacht. Aber ich sag mal so, es gibt in 2014 eh keinen Classic-Modus. Das ist schon bekannt. Und von daher kann man sich überlegen, ob man das nicht vielleicht noch für 2014 so ein Special bringt, den 80er-Jahrgang. Ja, klar, mit der Q2 erreicht, ausgeschieden, die vier üblichen Verdächtigen und Esteban Gutierrez und Joerick Wern. Die Zeit hat locker gereicht, also 19. muss die KI jetzt noch finden auf den weichen Reifen. Die Runde war auch nicht perfekt, muss ich aber auch dazu sagen. Also ich bin gespannt, was die KI fahren kann. Wir nehmen natürlich den alten Reifensatz und werden sofort rausfahren. Legen wir los, genau. Wir legen los, wir wollen die Piste rocken. Vor allem die Tipprünen sind so leer. Die sind normalerweise voller in Abu Dhabi. Die sind eigentlich immer prompt befüllt. Aber ich würde nie Urlaub machen wollen dort. Nee. Würdet ihr in Abu Dhabi Urlaub machen? Klar, vom schönen Wetter, schönes Wetter hat er ja so gut wie immer. Aber das Land so selber reizt mich nicht. Die paar Palmen links und rechts. Mit den angefahrenen Reifen müsstest du eigentlich. Ich weiß gar nicht, gibt es in Deutschland überhaupt. Steht überhaupt irgendwo eine Palme? Also solche ausgewachsenen. Schwierig, ne? Ich weiß, die Frage war jetzt fies. Die müsst ihr nämlich beantworten. Wenn ihr möchtet. Nein, ihr möchtet natürlich. Also, das ist eine Frage. Und LMS habe ich noch vergessen. Das kommt auch noch. Das wird auf. Also LMS, das wird auf jeden Fall weitergeführt. Definitiv. Auch in 2014. Das steht gar nicht zur Debatte. Also das kam ja bei euch so gut an. Vielleicht machen wir nochmal, habe ich eigentlich geplant, also man kann in diesen 2 Wochen also noch so ein Community-LMS veranstalten. Der beste, der King unter der Liga ist ja bekannt, das bin ja ich. Das haben wir ja damals in dieser 3-Stunden-Aufnahme geregelt. Da muss ich auch noch einen Titel verteidigen für dieses Jahr. Oh, ich muss so viele Titel verteidigen. Ich muss ja noch den ersten, ja gut, den habe ich ja nicht verteidigt, obwohl ich muss ihn verteidigen. Den ersten Titel in der Liga muss ich ja auch wieder verteidigen. Ich gehe so unter Druck. Aber ich muss das eigentlich haben. Ich muss unter Druck gehen, sonst fahre ich nicht schnell. Nur unter Druck geht's. Zu DTM Experience habe ich auch noch mal was gesagt. Aber nur in dem Part. Die Runde war schon mal 2 Zehntel langsamer. Immer noch eine 40 hoch und eine 40 hoch sollte eigentlich reichen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Wir fahren auf Fett, das Fett funktioniert nicht so wie in Indien, wo es zweimal wirklich gestreikt hat. Da wäre ich fast ausgerastet. Oh. Das hat auch Zeit gekostet, definitiv. Mein Teamkollege lässt mich wieder in der gleichen Stelle vorbei. Ah, ne, die Runde sieht nicht gut aus, ne? Vielleicht denke ich dann noch mal eine ran. Das wäre fast abkürzen gewesen. Aber auf dem Lotus verliere ich jetzt auch nicht so viel Zeit. Das ist ja ein guter Messfaktor gleich. Aber ich habe ein bisschen zu spät gebremst. Da kommen schon jetzt die Hinterräder ins Spiel hier.
Kurzer Gegenpendler. Hier mit Vollgas drüber. Die Kurve ist auch immer noch so ein Problem. Kurve Auto. Aber 15 ist zu langsam. Also da war viel zu viele Fehler drin. Und jetzt haben wir den Salat. Jetzt bin ich eine halbe Sekunde zu langsam. Das dürfte in der Regel nicht mehr reichen. Also legen wir noch mal einen nach. Rosberg jetzt der schnellste. Erster Sektor stimmt wieder nicht. Dafür habe ich ihn schon 15. zurück. 42,1. Nur muss man eigentlich betonen. Perez, die sind alle schneller als ich. Alonso ist der schnellste. Weil da haben wir die 1,41 schon. Die man jetzt einfach braucht. Dreizehnte schneller. Klar, der Reifensatz, guck dir mal die Reifen schon mal an. Alter. Das sind keine Qualifying-Reifen mehr. Bin ich nur noch Achter? Da war es nur noch Zehnter. Vettel auf der Elf momentan. Die Spritwarnlampe ist an. Dein Tank ist fast leer. Komm in den nächsten beiden Runden an die Box. Achter. Achter. Quatsch. Achtzehnte zurück. Ich bin Vierter. Das wollte ich sagen. Ja, das sollte reichen. In der Regel schon. Da musste ich jetzt mich echt noch schrecken für. Also diese 42,1 von Hamilton, ne, diese 41,2 von Alonso. Das bringt schon alles durcheinander. Es ist echt zu viel. Ist wirklich eine Hausnummer. Die ist wirklich eine Hausnummer. Oh, die Reifen, schaut euch die mal an. Die haben jetzt 7 Runden nur drauf. 7. Wir sind eigentlich schon im Eimer. Also für Qualifying sind die im Eimer. Wir waren 1,1 Sekunden zurück nach dem zweiten Sektor. Das ist definitiv zu viel. Wir können auch wieder eine Vierschkopf planen. So wie der Reifen sich jetzt schon anfühlt zu fahren, ist ein frischer, harter deutlich besser. Also ich komme hier mit dem weichen Reifen überhaupt nicht klar. Das steht definitiv fest. So, ab in die Box. Ich glaube, da wird der Führende reingeschoben. Alonso wird mir nicht mehr markiert als Rivale. Schade. Ist immer so ein kleiner Nachteil, wenn man ihn schon geschlagen hat. Aber hey, was soll's. Ich gehe mal davon aus, dass die Zeit reicht. 1,42,4 fährt der Button, 1,42,3 der Raikön. Also das ist noch... In Wirklichkeit wird das nicht reichen. 39,4, mein letzter Sektor, ja, der ist es. Aber es reicht für Q3. Gut so. Platz 6. Den Q3 geschafft. Beide Ferraris auf 1 und 2. Also Ferrari ist auf einmal hier in bester Verfassung. Ausgeschieden und nicht in bester Verfassung sind Roman Grosjean auf der 11 vor Nico Hülkenberg auf der 12, Tim Kollege Suti immer wieder auf der 13, sein Stammplatz, Pastor Manuel auf der 14, Ricciardo 15 und Valtteri Bottas auf der 16. Also schlechter als hier 14 und 16 können wir schon beim Koop 2014 nicht werden, weil die KI wird definitiv stärker sein. Der WM wird definitiv stärker sein.
Also ich gehe mal davon aus, dass ich im Korb wirklich um den WM-Titel mitfahren kann. Hört sich jetzt krass an, aber könnte durchaus passieren. So, jetzt haben wir schon die halbe Dunkelheit hier. Am Dunkeln ist es immer noch am schönsten. So, wir warten wieder, bis die alle rausfahren. Wir werden vielleicht zwei Ones fahren. Kommt drauf an. Wenn er jetzt natürlich sitzt schon direkt und ich sage, das geht nicht mehr schneller, dann ist eh vorbei. Aber sonst muss ich echt schauen, wie ich das am besten jetzt gleich löse. Wir können ruhig mal da rausfahren hier. Weil die Runde ist nicht gerade kurz. Muss ich auch dazu erwähnen. Muss ich wirklich eine Zeit hier, Zeit lang zu warten, haben wir nicht. Man muss bedenken, in 2014 wird es so, man hat 12 Minuten. Also da hat man dicke Zeit. Aber hier ist es ja noch nicht so der ganze Fall. Ja, ich bin wirklich der Letzte. Aber hier bei Nacht, das sieht so schön aus. Der Bus hier, dieses Weiß-Schwarz, also... Einige von euch haben mal geschrieben, sie mochten den Style mal gar nicht. Und mir gefällt der. Hat was. Zwei Farben, die gar nicht so aneinander passen, ziehen sich magisch an. Das ist wie zwei Magnete, ja. Aber ist natürlich Geschmackssache. Ich habe gehört, es gab da Probleme bei der Williams-Lackierung. Ist bei 2014. Ich sag nur Martini. Martini ist ein Getränk, da ist Alkohol drin. Gleich Alkoholwerbung, gleich Probleme. Habe ich in einem Artikel gelesen. Also die Fahrphysik hat man geändert, definitiv. Da bin ich echt mal gespannt. Und man soll das Gamepad-Verhalten komplett verbessert haben. Also dann frage ich mich, wie das Fahrverhalten am Lenkrad dann sein soll. Ja, also ich gehe auch nicht davon aus, dass Codemasters wirklich die Schwierigkeitsgrad-Legende noch höher geschraubt hat. Gehe ich jetzt mal nicht stark von aus. Weil doch, es gab wirklich viele Spiele, die wirklich Probleme auch haben, auf Legende mitzuhalten. Und deswegen glaube ich persönlich, dass da keine Steigerung gehen wird. Eher eine Abstufung. Weil Codemasters möchte ja das Spiel für jeden Fan, für jeden auch nicht so begabten Rennfahrer schmackhaft machen. Und jetzt nicht nur für die Hardcore Profi-Gamer hier. Deswegen gehe ich davon einfach mal nicht aus. Das ist aber auch ein ganz schwerer Spagat, den hier Codemasters immer eingehen muss. So, gleich mal 18-0. Das ist doch mal eine Zeit. Deutliche Unterschiede zwischen neuen und alten Reifen merkt man wieder hier. Neue Reifen deutlich besser. Was denn, die Alonso-Zeit wird nicht einfach. Früher habe ich immer meine Klappe gehalten auf der schnellen Runde. Mittlerweile fange ich an, hier wie ein Wasserfall zu reden. Die Runde ist sehr gut. Jetzt noch mein starker letzter Sektor, dann passt die Runde. Und ich hätte sogar noch einen frischen, weichen Reifensatz übrig. Ja, bloß den Mund nicht so voll nehmen. Die schwierigen Stellen kommen eigentlich ja noch. 1,41,2 von Alonso. Mal schauen, ob ich da rankomme. Oder nicht. Die letzten zwei Kurven. Die letzte Kurve. Da habe ich noch was weggeschmissen im letzten Sektor. Ja, die Runde war gut. Jetzt können wir echt mal, wo sind diese 8 Zehntel, die ich noch im Training hatte. Oder sogar die Sekunde. Die ist weg. Weil ich das nicht aus dem Reifen herauskitzeln kann. So, aber wir werden auf jeden Fall nochmal ein One fahren.
Weil die Pole Position ist hier möglich, die ist noch möglich. 5 Minuten haben wir noch. Zweiter, hinter Alonso. Und der Weg zur ersten Kurve ist nicht besonders lang. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich kann nicht so viele Positionen gleich einmal am Start verlieren. Ey! Ja, der Verwandlung kann nicht leben. Oh, das wird ein schwieriges Unterfangen im Rennen. Aber Alonso, der ist auch immer stark. Der ist stark im Qualifying, der ist stark im Rennen. Also der, am stärksten von der KI einprogrammiert. Gefolgt von Hamilton und dann kommt der Sebastian Vettel. Aber von dem habe ich jetzt hier noch keine Highlights immer gesehen im Spiel. Die Highlights kamen meistens immer von Alonso. Jetzt müssen wir uns bereithalten für Q3 für den zweiten One. Ich wollte schon Q1 sagen. Von hier kommt ja ein bisschen Spannung auf. Oder sage ich, ich gebe mich mit dem zweiten Platz zufrieden. Weil normalerweise bin ich bis jetzt immer eine 4-Schritt-Strategie gefahren. Alter, der erste Sektor. Ja, eine 10. im letzten habe ich noch verloren. Die Frage ist, reicht mir Platz 2? Persönlich eigentlich ja. Also innen habe ich auch einen Reifensatz gesponnen, den habe ich am Ende gebraucht. Also gehe ich auch davon aus, dass ich den hier brauche. Also deswegen riskieren wir es. Wir riskieren es zu Recht. Tolle Session! Du stehst morgen auf Startplatz 2. Das sind allerbeste Voraussetzungen. Für das Rennen morgen, auf jeden Fall. Ob ich den Alonso bekommen hätte, schwierig auf jeden Fall. Also Alonso von der Pole Position, ich auf Position 2, Vettel auf der 3, Massa 4. Mercedes wieder schwach aufgestellt mit Position 5 mit Hamilton und Mark Webber nur auf der 6. Rosberg sogar nur 7. der 2. Mercedes. Kimi Räikkönen, der einzige Lotus in den Top 10 auf der 8. Und die beiden McLaren Mercedes auf Position 9 und 10. Perez vor Button. Könnte spannend werden, wenn ich wirklich einen Stop wieder mehr machen muss als die KI. Werde 5. oder besser, wer erreicht. Teamkollege Sotir wurde 13. Rival Alonso hat die Pole Position sich weggeschnappt und wir sehen uns im Rennen wieder.